1097 konnte unterdessen Heinrich IV. Wieder nach Deutschland zurückkehren. 7 Jahre war er fern. 1098 ließ er durch einen Fürstengericht seinen treulosen Sohn Konrad absetzen. An seine Stelle trat der jüngere Bruder Heinrich, der im folgenden Jahr zum König gekrönt wurde. Dafür musste er alle heiligen Eide schwören, um das Misstrauen des Vaters zu zerstreuen. Konrad herrschte weiter in Italien und starb 1101. In seinen letzten Jahren streckte Heinrich IV. Die Hand aus. Im Mainzer Reichslandfrieden von 1103 vergab er allen seinen Feinden, verkündete einen 4-jährigen Landfrieden und gelobte eine Kreuzfahrt nach Jerusalem. 1104 wurde sein Ende eingeleitet. Der hohe Adel war unzufrieden, denn der Kaiser fördere den niederen Adel und die Städte. Thronfolger Heinrich sah nun sein Erbe in Gefahr, verband sich mit dem Reformpapst und begehrte auf. Auf den Reichstag 1105 in Mainz sollte die Sache geklärt werden. Heinrich IV. Wurde zuvor gefangen genommen und zum Thronverzicht gezwungen. Am 5. Jänner 1106 empfing Heinrich V. die Reichsinsignien. Allerdings konnte der alte Kaiser fliehen und scharrte Verbündete um sich. Da starb er am 7. August 1106. Am Totenbett verzieh er seinem Sohn und bat, ihm seinen Ring und sein Schwert zu überbringen, sowie um Gnade für seine Verbündeten.